Gabla und herzlich willkommen zur Star Trek Wochenschau. Schon letzte Woche haben wir berichtet, dass Brian Fuller als Showrunner von Star Trek Discovery zurückgetreten ist. Jetzt wurde bekannt, dass Fullers Aufgaben auf Gretchen Burke, Aaron Harberts und Alex Kurtzman übertragen wurden. Kurtzman hat zudem Akiva Goldsman als Produzenten mit an Bord geholt. Die beiden kennen sich schon aus ihrer Zeit bei der von J.J. Abrams produzierten Serie Fringe. Der Weggang Fullers wird in Fankreisen mit Sorge betrachtet. Auch wenn er der Serie als Executive Producer erhalten bleiben wird, sagt man sich, seine Vision von Star Trek könne verloren gehen. Auch für CBS steht einiges auf dem Spiel. Discovery soll nicht nur das Zugpferd für den hauseigenen Streaming-Service All Access darstellen. Mit einem Budget von 6 bis 7 Millionen US-Dollar pro Folge lässt sich CBS die Neuauflage von Star Trek auch einiges kosten. Be careful what you wish for. So heißt nicht nur ein neuer Star Trek-Fanfilm, auch CBS und Paramount hätten sich dieses Sprichwort zu Herzen nehmen sollen. Denn der neue Fanfilm ist eigentlich der fünfte Teil der Starship Tristan-Serie. Da die Fanfilm-Richtlinien aber nur mehr zwei Teile erlauben, verzichtet die Crew der Tristan schlichtweg auf den Seriennamen und betrachtet alle Folgen als Einzelprojekte. Be careful what you wish for hat eine Länge von 15 Minuten. Ein Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Zwei weitere, selbstverständlich eigenständige und komplett unabhängige Folgen befinden sich bereits in der Nachproduktion. Ein weiterer Fanfilm hat diese Woche das Licht der Welt erblickt. Star Trek Raven Voyager Continues hat nicht nur eine Laufzeit von 30 Minuten, sondern auch den Namen Star Trek im Titel. Damit verstößt der Film gleich gegen zwei Fanfilm-Richtlinien. Die Verantwortlichen haben sich aber vorgenommen, sich in Zukunft an die Vorgaben zu halten. Gleichzeitig wurde auch eine Kickstarter-Kampagne von den Produzenten von Star Trek Raven für The TNG Project gestartet. Das Ziel liegt bei 11.000 US-Dollar. IDW Publishing hat weitere Star Trek Comics angekündigt. Dazu zählt zum einen ein Star Trek The Next Generation und Aliens Crossover namens Acceptable Losses, zum anderen ein Enterprise und Green Lantern Crossover im Kelvin-Universum mit dem Titel The Spectrum War, das im kommenden Dezember erscheinen soll. Denkt ihr, dass Fullers Rücktritt Discovery schaden wird? Und was sagt ihr zu den beiden neuen Fanfilmen?